Wir überqueren den Bosporus und verlassen damit den europäischen Kontinent. Tim, Nico und Pito sind unterwegs über Ankara nach Kappadokien. Heute werden wir wohl vorrangig auf größeren Straßen und Asphaltstrecken unterwegs sein. Schon nach einigen Kilometern denkt man dann, ach, wäre es doch schön, wenn man auf kleinen Straßen und Pisten unterwegs wäre. Und wenn du denkst, es kommt ein langweiliger Tag auf dich zu, dann ist die Überraschung umso größer, wenn sich alles ins Gegenteil verkehrt. Die Reise ist das Abenteuer, das Ziel der große Kaukasus. Über die D100 entlang am östlichen Ausläufer des Marmara-Meers geht's jetzt nach Sakarya, um dort meinen Freund Osman zu treffen. Den Treffpunkt hatten wir gerade eben mit ihm abgestimmt. Unsere Reisepässe sind angekommen und liegen in Ibrahims Gaming Center zur Abholung bereit. Das hat dann ja schon mal super geklappt. Heiko hatte sich vom ersten Tag an Sorgen um seinen Reisepass gemacht. Mit dem Verschicken an fremde Personen konnte er sich nicht so richtig anfreunden. Ich habe mir da wenig Sorgen gemacht, da ich in Osman und Ibrahim vollstes Vertrauen habe. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir zu Ibrahim und Osman fahren, unsere Reisepässe in Empfang nehmen, dann noch ein Käffchen trinken, uns ein bisschen unterhalten und dann unsere Reise fortsetzen. Aber am Ende kommt doch alles ganz anders, als wir es gedacht haben. Dass wir nicht mehr in Istanbul sind und sich hier die Menschen doch etwas mehr an die Verkehrsregeln halten, daran will ich mich noch nicht gewöhnen. Sakarya begrüßt uns mit einem ordentlichen Regenschauer. Bei diesem kleinen Obst- und Gemüselaster bestaune ich gerade die Ladungssicherung. Das muss ich mir noch mal genau angucken. Ah ja, es gibt gar keine. Selbst die Waage ist hinten so draufgestellt. Klasse. Und an der Seite sieht es auch nicht viel besser aus. Die Melonen werden über eine 2 cm hohe Holzkante gegen den Absturz gesichert. Dabei hätte man ja nur die Seitenklappe schließen müssen. Wir schaffen es noch gerade bis zum Treffpunkt, bevor wir völlig durchnässt sind. Noch schnell einen Kaffee, dann ist Osman auch schon da. Osman erklärt uns, dass wir jetzt erstmal zu Ibrahim fahren. Wir denken, na super, da kriegen wir gleich unsere Reisepässe. Wir folgen Osman in seinem roten Renault auf dem Weg zu Ibrahims Garage. Dort sollen wir unsere Motorräder abstellen. Denn heute Abend findet ein Barbecue in den Bergen statt und wir sollen dahin mitkommen. Heiko und ich, wir schauen uns an. Okay. Osman weiß, wie man in den Straßen von Sakarya schnell vorankommt. Er folgt einfach dem Krankenwagen in seiner Rettungsgasse. Wir natürlich hinterher. Über Intercom rätseln Heiko und ich, wie denn jetzt wohl der weitere Ablauf sein wird. Aber wir kommen irgendwie nicht zu einer klaren Antwort. Nun gut, wir lassen es jetzt auf uns zukommen. Wir parken unsere Motorräder in der Garage von Ibrahim, nehmen all unsere Campingsachen vom Motorrad und packen sie in Osmans Auto. Wir steigen ein in Osmans Auto und dann fahren, fahren und fahren wir. Wir wissen nicht wohin. Auf den letzten Kilometer geht es dann mit dem Renault auf Offroad-Piste in die Berge. Puh, das war an manchen Stellen ganz schön steil. Der Renault hat ganz schön zu kratzen gehabt. Aber wie auch immer, wir kommen um 20.30 Uhr am Lagerplatz an. Ich mutmaße zu Heiko, ich denke, dass wir dann morgen früh wohl unsere Pässe bekommen werden. Hier oben ist ja schon richtig was los. Und dann sehe ich Ibrahim. Ich freue mich, auch ihn jetzt begrüßen zu können. Und dann erleben wir einen ausgelassenen türkischen Abend mit Lagerfeuer, Tee, Essen und alles, was das Herz begehrt. Okay, statt Bier gibt es Raki, aber davon auch genug. Es gibt türkische Köfte und herzhafte Wurststückchen vom Grill. Beides richtig lecker. Dann wird die Baklama gezupft. Dazu werden türkische Volkslieder gesungen und einige spülen ihre trockene Kehle mit Raki. Dabei fällt mir auf,
dass Ibrahim und Osman keinen Alkohol trinken. Sehr schade ist die sprachliche Barriere. Heiko und ich, wir verstehen natürlich kein Wort von diesen Gesprächen und geschweige denn von dem Gesang. Nichtsdestotrotz fühlen wir uns hier vollständig integriert und werden nicht als Fremde behandelt. Und das spüren wir auch ganz im Inneren. Also es ist so, als wenn wir zu dieser Gruppe dazugehören. Und der Teeofen steht immer unter Feuer und Dampf. Denn eins darf in der Türkei nicht fehlen. Tee bzw. Chai, den gibt es immer und überall und reichlich. Ein bengalisches Feuer. Zu später Stunde kommt es dann noch zu ekstatischen Tanzeinlagen, welche dann auch allmählich das Ende dieses türkischen Barbecue-Abends einläuten. Gegen 1 Uhr sind wir alle in unseren Zelten und schlafen werden wir wohl auch alle recht gut. Wir haben heute 300 Kilometer zurückgelegt, davon sage und schreibe 120 Kilometer in Osmans Auto. Der 15. Reisetag bricht an. Um 7 Uhr stehe ich auf. Alle liegen noch in ihren Zelten und schlafen, mit Ausnahme von Osman. Der ist nämlich schon damit beschäftigt, den Teeofen in Gang zu bringen. Was mich als Kaffeetrinker natürlich auch freut, da ich mir so gleich einen löslichen Kaffee machen kann. Vorher geht's allerdings in dieses wunderschöne Naturbadezimmer. Bis das Wasser kocht, sehe ich mich ein bisschen in der Nachbarschaft um. Mir waren dort einige renovierungsbedürftige Baracken aufgefallen und die wollte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Diese Baracke hat dann mein Herz erobert. Ich dachte, da musste jetzt mal einen Blick reinwerfen. Nun wirst du Zeuge der Geburtsstunde des RTCA-Studios. Als ich kurz darauf zurück bin, kümmere ich mich weiter um den Teeofen, dass dieser in die Gänge kommt, während Osman die ersten Vorbereitungen fürs Frühstück trifft. Um 7.30 Uhr gibt's dann den ersten Kaffee, super, und wahrscheinlich die zweite oder dritte Zigarre dazu. So kann ein Tag beginnen. Die Sonne scheint, man sieht die Wolken aus dem Tal aufsteigen, wunderschön hier. Diese leckere Wurst wird gleich in Scheiben geschnitten und dann in einen Klappgrill über dem Feuer geröstet. Das schmeckt hervorragend zum Rühr- oder Spiegelei. Dann dauert es auch nicht mehr lange, dass der Duft des herzhaften Frühstücks die Leute aus den Zelten holt. Während die meisten noch etwas verknittert im Camp abhängen, machen Osman, Ibrahim und ich eine kleine Wandertour über rund 3 Kilometer. Dabei stelle ich fest, dass man mit Crocs auf einer Wanderung dann irgendwann auch an seine Grenzen stößt. Immerhin, wir haben es geschafft, wir sind bis auf den Pass gekommen und haben von dort oben einen schönen Ausblick. Da darf ein Gipfelfoto natürlich nicht fehlen. Und ziemlich genau vor 2 Jahren, nämlich am 6.7.2019, entstand dieses Foto an der Grenze zur Mongolei. Schon lustig, es ist genau 2 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Wenig später, nachdem wir wieder im Camp zurück sind, wird zu unserer Verwunderung nochmal das Feuer ordentlich in Gang gebracht. Heiko und ich schauen uns schlussfolgernd an, okay, es gibt gleich wieder was zu essen. Live und Rolf ist live dabei. Die Pfanne kommt aufs Feuer und Ibrahim brät das geschnetzelte Rindfleisch.
Dass es inzwischen angefangen hat zu regnen, stört dabei niemanden. Es wird eine Plane über den Tisch gespannt, damit wir im Trockenen essen können. Um 14 Uhr ist es dann soweit. Unsere Sachen sind schon gepackt und wir steigen zu Osman ins Auto ein. Als wir los wollen, schon das erste Problem. Durch den Regen war alles sehr rutschig geworden. Schon die erste Steigung am Camp benötigte externe Manpower zum Schieben. Die Reifen drehen durch, der Dreck fliegt durch die Gegend. Gemeinsam schaffen wir es, den Renault auf die Piste zu bekommen. Von hier geht es dann fast nur noch bergunter. Die Piste ist rutschig und der Renault hat gewiss keine Stollenbereifung. Was wir während der Abfahrt auch deutlich zu spüren bekommen. Und Heiko, wie ist die Stimmung auf den hinteren Sitzplätzen? Mit ein bisschen Rutschen hier und da steuert Osman dem frontgetriebenen Renault professionell den Berg hinunter. Frontantrieb, alles klar. Als wir den Renault vom Camp rausschieben wollten, wollte ich ganz schlau sein und hatte gedacht, das Fahrzeug hat einen Heckantrieb. Ich stand völlig an der falschen Stelle. Offroad driving. Driving offroad. With a Peugeot. Renault, todos. Das wäre ja eigentlich eine schöne Motorradstrecke gewesen. Aber so war es jetzt auch ein besonderes Erlebnis. Nach 30 Minuten Offroad-Driving im Renault endet die Piste in der kleinen malerischen Stadt Gönyük. Hier einen Kaffee zu trinken ist Pflichtprogramm, denn einer Anekdote nach soll hier Mustafa Kemal Atatürk, der Begründer der modernen Türkei, vor der großen Offensive seinen Kaffee getrunken haben. Ich würde sagen, hier bekommen wir gerade den bislang besten türkischen Kaffee serviert. Nein, Kredenz muss man wohl sagen. Dass mir der Dreck vom Frontantrieb bis an die Ohren geflogen war, habe ich nicht bemerkt. Und ich weiß jetzt, warum der Heiko so einen Spaß hatte, mich zu fotografieren. Meine Hose ist scheinbar eine Symbiose mit dem Grasgeschnetzelten eingegangen. Keine Chance, es irgendwie abzubürsten. So fest sitzt es. So renne ich nun den ganzen Nachmittag damit rum. Das Bemerkenswerte daran ist, niemand schaut mich irgendwie deswegen komisch an. Als wäre der Gastfreundschaft nicht schon genug getan, folgt nun noch eine 180 Kilometer Sightseeing-Tour vorbei am Abansee. Wie es scheint, ein beliebtes touristisches Ziel der Einheimischen. Osman schildert uns den weiteren Plan. Wir werden jetzt nach Sakarya zurückfahren und dann bei ihm zu Hause übernachten. Morgen früh werden wir dann die Pässe bei Ibrahim abholen. Danach würde er uns dann zu den Mopeds bringen, sodass wir weiterfahren können.
Noch einmal werden wir rundum versorgt, inklusive Wäschereinigung, auch meine Hose. Am nächsten Morgen nehmen wir um 9 Uhr unsere Reisepässe in Empfang. Lieber Osman, lieber Ibrahim, wir danken euch vom ganzen Herzen für eure Gastfreundschaft und Unterstützung. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages dafür revanchieren können. Die letzten Tage hatten wir fast zwei Tage komplett Pause. Wir hatten ja unsere Reisepässe in die Türkei geschickt zu Bekannten von mir, die ich auf der FMT 2019 kennengelernt habe. Die sind dann mit uns auf ein Bergplateau gefahren und dort oben beim Barbecue, wir waren glaube ich so mit 8 Leuten, haben dort gezeltet. Und so hat sich das Ganze über 1,5 oder fast 2 Tage hingezogen, bis wir dann wieder weiter konnten. Also wir hatten im Prinzip 2 Tage Motorradpause, weil die uns halt einfach eingeladen haben und wir konnten da auch einfach gar nicht weg. Aber es war wunderschön. Wir erleben eine einmalige Gastfreundschaft. Diese Gastfreundschaft, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wir sind so oft jetzt schon eingeladen worden und mussten nichts bezahlen. Auf den ärmsten Dörfern wird uns Tee angeboten, wo man eigentlich denkt, ich möchte das jetzt bezahlen, aber sie nehmen halt nichts. Und wenn man es geben würde, wäre es wie eine Art Beleidigung, habe ich so das Gefühl. Also das ist wirklich ganz, ganz besonders. Ah, da steht da ja der Tim. Wir begrüßen uns mit Corona-Ghetto-Faust. Dann schütten wir uns noch einen Kaffee in den Kopf, bevor wir uns nun zu dritt auf den weiteren Weg machen. So, und jetzt erkläre ich kurz, wo der Tim herkommt. Den Tim kenne ich auch schon länger. Wir haben vor circa einem Jahr, Tim, haben wir das erste Mal telefoniert. Ja. Ja, so größtenteils. Der Tim wollte auch in die Mongolei. Hat meine Videos gesehen und hatte sich so bei mir erkundigt. Per Telefon haben wir uns unterhalten, ähnlich wie mit dem Heiko. Und zufällig ist er auch jetzt gerade in der Türkei unterwegs gewesen. Wir haben uns dann verabredet und haben uns das erste Mal in Istanbul getroffen. Er war dann noch mit 2 anderen zusammen. Da hat einer eine Panne gehabt. Jetzt haben die sich ein bisschen aufgeteilt und da ist der Tim noch zu uns gestoßen und wird jetzt ja vermutlich die nächsten 3 Tage mit uns zusammenfahren, weil dann läuft unsere Reiseplanung etwas auseinander. Damit für die kommende Übernachtung die Lebensmittel ausreichen, kommt uns dieser Straßenhändler gelegen. Wir machen einen kurzen Stopp und Heiko sucht sich aus, was er gerne zum Kochen haben möchte. So, unsere Motorräder, uns kennt ihr. Ich würde mal sagen, der Tim erzählt mal kurz was über sich. Ja, schönen guten Abend. Viele Grüße erstmal von mir. Das erste Mal für mich, dass ich hier sein kann. So weit entfernt mit dem Motorrad von zu Hause. Ja, ich möchte auch noch mal kurz sagen, ich hatte diese ganze Tour eigentlich alleine geplant und war noch nicht aus Deutschland. Doch, ich war in Österreich auf einem Rastplatz. Hab 2 andere Motorradfahrer getroffen und so hat sich das Ganze ergeben. Bin sehr froh darüber, weil in der Gemeinschaft macht es doch deutlich mehr Spaß, muss ich sagen. Jetzt bin ich bei Rolf und Heiko gelandet. 2 super Kerle, macht riesen Spaß. Ziemlich verrückt, die beiden. Und also wir kommen auf jeden Fall auf unsere Kosten. Ich bin unterwegs mit meiner KTM 1290 Super Adventure R. Die fahre ich jetzt seit 2018. Das ist jetzt die erste richtige große Tour für die Maschine und ich muss sagen, bis jetzt keine Pannen oder irgendwelche Aussetzer, bis auf meine 2. vergebliche Sandfahrt heute. Ich habe es vor ein paar Tagen probiert, habe mich festgefahren, heute bin ich gestürzt, aber wie man so schön sagt, Übung macht den Meister. Genau. Thank you.
Der 16. Reisetag neigt sich dem Ende. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang treffen wir auf diesen Shelter. Eine Frischwasserquelle ist auch da. Wir können bequem am Tisch sitzen und es ist Platz für uns drei, um darin zu schlafen. Die Zelte bleiben heute eingepackt. Guten Morgen. Guten Morgen. Aufstehen. Wach werden. Tim und Heiko machen Feuer für ein zünftiges Frühstück. Drei Spiegeleier, geröstete Wurst und Brot vom Feuer für jeden von uns. Liebevoll sorgt Heiko sich darum, dass die Spiegeleier auch auf dem Teller noch nach Spiegeleiern aussehen. Kurz nach 8, der Kaffee ist fertig und die drei Frühstücksportionen sind angerichtet. Guten Appetit! Wir packen unsere Motorräder, füllen noch unsere Wasservorräte auf und dann setzen wir die Reise fort auf dem geplanten Trek. Heiko, wenn ich dich spontan frage, wie fandest du denn unsere Tour bislang? Was würdest du denn dann sagen? Die bisherige Tour war eigentlich anspruchsvoll, würde ich sagen, an manchen Passagen. Jedenfalls für mich. Ich habe ja gesehen in den Filmen, dass wir durch kleinere Sträßchen gefahren sind, größere Sträßchen, gar keine Sträßchen und dann bin ich halt auch mal umgefallen. Das ist ja, habt ihr ja mal gesehen. Aber im Großen und Ganzen war es eben anspruchsvoll. Jeden Tag sind wir gefahren bis vorgestern. Da war ein Tag Pause. Dann sind wir jeden Tag gefahren von morgens, sagen wir um 9 bis abends um 19 Uhr, 20 Uhr. Ne? Und die Zeit hat man auch wirklich gebraucht. Ne? Also es war sehr heiß, man musste die Pausen haben. Und wir haben ja auch so ein paar Kilometer, die wir pro Tag abspulen müssen, damit wir diese Tour dann auch in dem gesetzten Zeitraum vervollständigen. Und ansonsten macht es Spaß, anstrengend, ganz klar. Manche Passagen bin ich ganz schön am Fluchen, kann man sich ja vorstellen, aber nichtsdestotrotz, da will ich dann nachher auch noch was zu sagen, macht das ganze Ding Spaß. Und solange die Knochen heile sind und das Moped läuft, haben wir alles richtig gemacht. Istanbul hat riesig Spaß gemacht. Riesig Spaß, besonders die Einfahrt. Ja, also wir haben alle Verkehrsregeln über Bord geworfen, haben richtig gelernt, ohne Verkehrsregeln im Leben zurechtzukommen. Ja, also mit deutschen Verkehrsregeln in Istanbul, das funktioniert nicht. Ne? Fahren wie auf dem Hockenheimring. Ja. Ja, das ist einfach so. Und ich weiß gar nicht, wie ich das mache, wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich das wieder zurückschaue. Aber hey, jetzt bin ich erstmal froh, dass wir aus dem Städtedschungel rund um Istanbul herauskommen und wieder auf dem Land unterwegs sind, wo heute kleine Straßen und Pisten auf uns warten.
Nach so viel Rummel der vergangenen Tage ist ein schönes Stück Natur wie Balsam für die Seele. Ich liebe sie, diese Momente in der Einsamkeit, die man ohne jegliche Ablenkung genießen kann. Das erklärt vielleicht auch, warum ich auch gerne als Soloreisender unterwegs bin. Nun findet diese Reise zu zweit bzw. aktuell sogar zu dritt statt. Und ich spüre, dass die Intensität solcher Momente nicht so ist, als wie es wäre, wenn man allein unterwegs ist. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich es bereue, zu zweit unterwegs zu sein oder aktuell zu dritt. Denn das Reisen im Team hat auch seine besonderen Vorteile und generiert Momente, die man sonst als Soloreisender nicht hätte. Dennoch kreisen meine Gedanken darüber, ob ich zukünftig lieber wieder komplett alleine fahre oder zu zweit. Doch zu einem Schluss werde ich jetzt wohl noch nicht kommen, schließlich haben wir noch etliche tausend Kilometer vor uns. Und ich denke, mit Heiko habe ich sowieso einen recht guten Reisepartner an meiner Seite, sodass ich mir da jetzt überhaupt gar keine Sorgen machen muss. Ja, und der Tim, der jetzt dazu gestoßen ist, also nach einem Tag gemeinsamer Reise kann man ja noch nicht so viel sagen, aber ich würde ihn mal einschätzen als völlig umgänglichen und freundlichen Menschen. Da sehe ich jetzt auch keinerlei Konfliktpotenzial. Zudem würde ich behaupten, dass der Tim von uns dreien die meiste Offroad-Erfahrung hat. Wir fahren durch ein kleines abgelegenes Dorf. Dort steht ein Baum, darunter Tische und Bänke. Und nebenan noch ein kleiner Laden. Okay, wir machen einen Stopp für eine Kaffee- und Trinkpause, eine Zigarre rauchen. Hunger haben wir noch nicht. Ich glaube, ihr habt noch nie einen Tourist gehalten. Aufgrund der sprachlichen Barriere war es mit der Unterhaltung natürlich nicht weit her. Aber den Chai, den sie uns gaben, durften wir wieder nicht bezahlen. Unglaublich. Sorry, hab eine Abfahrt verpasst. Zum Trek geht's da vorne links weiter. Thank you.
Heiko, die Leute sagen alle, dein Motorrad ist zu schwer. Sag doch mal was dazu. Ja, und ich bin unterwegs mit 1200er Adventure GS. Das Ding fährt eigentlich ganz gut. Ab und zu fällt sie halt um, das habt ihr ja gesehen. Ja, hat da Schwächeanfälle in schwerem Gelände. Aber ansonsten muss ich sagen, das Ding fährt wunderbar. Es kommen ja ab und zu immer diese Frage, diese Statements, Motorrad ist zu schwer und damit kann man nicht ins Gelände und was man so alles liest. Also mal ganz vorne weg gesehen, also wenn ich auf der Schnauze liege, dann liegt es nicht am Motorrad, meistens liegt es an meiner fahrerischen Kunst. Ich bin noch nicht so ganz lange im Offroad-Gelände unterwegs, vielleicht 2 Jahre jetzt, aber an sich muss ich sagen, dass das Motorrad oder jedes Motorrad eigentlich im mehr kann als der Durchschnittsfahrer. Also von dem her ist es immer relativ schwierig zu sagen, ja, leichtes Motorrad. Aber man muss ja auch dazu sagen, man fährt ja nicht nur Gelände, man fährt ja auch weite Strecken, man sitzt den ganzen Tag. Das sollte auch ein bisschen bequem sein. Man hat auch etwas an Gepäck dabei, etwas. Wir haben die Motorräder nicht vollgeladen, aber irgendwas muss man halt schon mal mitnehmen. Ne? Also Zelt, Schlafsack, Campinggeschirr, essen müssen wir ja auch irgendwie was. Und 3 Socken oder 2 Socken oder kannst du nicht nur eine Unterhose mitnehmen. Ne? Also wir haben nur 2. Also von dem her passt das schon alles, denke ich mal, für unsere Zwecke. Ja, schwer ist es, aber das klappt schon. Also man muss halt einmal dazu sagen, Volumen ist nicht gleich Gewicht. Wir hatten in unseren Koffern oder haben in unseren Koffern immer sehr viel Luft, sodass wir auch für unsere abendliche Verpflegung und morgendliche Verpflegung an den Zeltplätzen das alles in die Koffer mit reinbekommen. Insofern ist das Zuladegewicht, wenn jetzt die Fressalien raus wären, das sind nicht mehr als 30 Kilo. Und der Wäschebeutel ist nicht größer als so. Schlafsack wiegt nicht das meiste. Und dann ist da halt noch das Zelt, wo wir halt, ja, speziell bei mir, mein Zelt muss ich halt separat aufspannen. Das wird ja auch immer wieder gefragt, dass das so riesig ist. Es stört mich nicht, es ragt nicht über das Motorrad rüber. Und die 4,3 Kilogramm, die gönne ich mir als Komfortzelt, weil es relativ groß ist und schnell aufgebaut werden kann. Das steht also wirklich in 2 Minuten und das ist halt ein Vorteil. Mann, was ist denn los? Mein Moped kommt auf dem Schotter nicht den Berg hoch. Ach nee, ja, ist klar. Enduro-Modus aus, das kann ja nicht gehen. Und dass ich den bei der 800er auch während der Fahrt umschalten kann, da habe ich mich hier immer noch nicht dran gewöhnt. Beziehungsweise nicht daran gedacht. Mit der Umschaltung auf den Enduro-Mode wird das ASR, also die Anti-Stupf-Regelung, abgeschaltet und das ABS am Hinterrad fast komplett weggenommen. Vorne bleibt das ABS nahezu noch vollständig bestehen. Ja, und wenn du dann auf Schotter den Berg hoch willst und das Rad hinten gegen Durchdrehen geschützt wird, hast du fast keine Chance hochzukommen. Der nimmt dann einfach immer die Traktion vom Hinterrad weg und dann bleibst du stehen. Das im schlimmsten Fall führt es sogar dazu, dass du in der Kurve zu Fall kommst. Ich sage, ich muss erst auf Geländemode umschalten. So. Also Fährstraße einfach erstmal folgen, nur wie es aussieht. Bitte? Fährstraße erstmal folgen, nur wie es aussieht. In der Kaffeepause heute Mittag haben wir besprochen, dass wenn wir es noch bis zur Schwarzmeerküste am Strand schaffen, dass wir von dort einen Livestream schalten wollen. Das heißt, ein Live-Talk vom Schwarzmeerstrand. Ich bin gespannt, ob das noch klappt heute.
Mit der geplanten Strecke von heute bin ich sehr zufrieden. Viele Pistenkilometer und es liegen noch einige vor uns. Landschaftlich reizvoll und ein kleines Rivercrossing steht uns auch noch bevor. Moment mal, was war das denn da eben? Das muss ich mir nochmal angucken, was der Heiko da fabriziert. Jetzt bin ich aber echt froh, dass das kein Sturz geworden ist. Wenn dich in der Türkei jemand fragt, wohin du willst und du sagst, du möchtest nach Georgien, dann versteht dich in der Regel niemand. Das liegt daran, dass Georgien auf Türkisch Gürgistan heißt. Schönes Bild, hier wollen wir mal stehen bleiben. Die drei am Mistlaufen sozusagen. Ich sag grad, wollen wir was anziehen oder einfach weiterfahren? Es hat hier schon geregnet, ne? So wie es aussieht. Ja, also so schlecht sieht unsere Richtung im Moment nicht aus. Mir wird das jetzt noch zu warm werden. Kommt bestimmt irgendwann was. Ja, jetzt kriegen wir schon Besuch. Hallo, Salam. Rolf. Hallo, Alemannia. Alemannia. Hallo. 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 Was hast du das im Auge? Ja, das ist scheiße. Helgo, Gürgistan. Ciao, Ciao. No, ja, danke schön. Danke, danke. Vermutlich hast du es verstanden. Man fragte uns schon wieder, ob wir einen Tee möchten. Einfach so hier mitten im Dorf. Die Routen sind irgendwie geplant und plötzlich kommt Offroad, so wie heute. Wir sind da plötzlich im tiefsten Hinterland der Türkei unterwegs. Da muss man sich das vorstellen, da ist die Landwirtschaft, so, da wird mit Sichel geerntet. Das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da leben die Leute von einer Kuh. Die gehen mit ihrer Kuh spazieren, dass die am Wegesrand was zu fressen bekommt. Dann haben die ihre Milch, da können die ihr Käse machen. Also die Leute haben ein schweres Leben, aber sind, glaube ich, in ihrem Leben dort auch wieder sehr glücklich, hatte ich so das Gefühl. Ja. Also, und auch freundlich immer. Also es ist nicht so, jetzt muss man sich vorstellen, wir kommen da hin mit den Motorrädern, stehen da in so einem kleinen Dorf. Wir haben wahrscheinlich mit uns mit so viel, was die in einem Jahr niemals mit ihrem Zeugs dort verdienen können. Also
selbst in diesen kleinen Dörfern, wo wir heute waren, die Leute sind so extrem freundlich. Wir haben da gestoppt für eine kleine Pause. Wir wurden gleich eingeladen zum Tee. Man hat versucht, mit uns zu sprechen. Na klar, die sprechen alle kein Englisch oder Deutsch. Also auf Türkisch und Google. Man hat dann erklärt, wo man hinfährt und was man vorhat. Und die kamen aus dem Staunen gar nicht raus, wenn man bedenkt, dass die vielleicht nie aus ihrem Dorf rauskommen. Ne? Ja, ja. Ja, das ist aller Wahrscheinlichkeit nach so. Übermorgen werden wir also hier in der Türkei einen relativ spannenden Pass fahren. Das ist die D915. Das ist also schon eine recht heikle Straße. Wir hoffen, dass es trocken ist. Bei Regen wird das wahrscheinlich nichts werden. Das ist also unser nächstes großes Abenteuer bzw. nächste große Herausforderung. Ja, wie geht's dann weiter? Es gibt auch ein paar Fragezeichen auf unserer Route. Wir werden also, wenn wir jetzt diesen Pass in der Türkei überlebt haben, dann werden wir weiterfahren ein Stück in die südliche Türkei, Südosttürkei. Dort gibt es einen tollen Kratersee und von dort, da machen wir im Prinzip so eine kleine Schleife nach unten und drehen dann wieder ab nach Norden in Richtung Georgien, fahren dann den östlichsten Grenzübergang Georgiens, den nehmen wir, fahren nicht nach Aserbaidschan und auch nicht nach Armenien, sondern direkt nach Georgien rein. Dort werden wir dann rund 1400 Kilometer fahren. Das ist für Georgien sehr viel, weil Georgien ist sehr klein. Zum Glück hat das mit dem Versand der Reisepässe geklappt und wir haben sie jetzt wieder am Mann. Weil ohne diese wäre ja sogar der große Kaukasus ausgefallen. Das heißt, für Georgien ist auf jeden Fall ein Reisepass erforderlich und damit steht uns das Tor zum großen Kaukasus offen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Wir sind in Samsun am Schwarzen Meer angekommen. Jetzt heißt es, schnell einen schönen Platz am Strand finden für unseren Livestream. Wir folgen Tim, denn er hat eine Idee, wo
wo es ein schönes Stückchen Strand geben könnte. Wir sind hier am Schwarzen Meer. Die Sonne ist leider gerade untergegangen. Die Flugzeuge fliegen hier rein und raus. Ja, so sieht es hier aus. Das mal so erstmal als Vorspann. Meine Gäste in der Talkshow. Hallo und herzlich willkommen zum Livestream von der FMT 2021. Ja, wenn du dir den Live-Talk vom Schwarzen Meer anhören möchtest, dann schalte einfach hier in Kürze wieder auf meinen Kanal. Das Video wird also auch hier in dieser Playlist mit veröffentlicht. Mit ein paar Impressionen vom Sonnenuntergang hier am Schwarzen Meer beenden wir diesen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.